Ja, Dirk, vielen Dank euch. Gratulation zu dem Sieg heute, der auch unterm Strich verdient. Auch wenn wir, denke ich, in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht haben, fußballtechnisch den Ball gut laufen lassen hatten, die eine oder andere Möglichkeit auch kreiert haben, leider dann kein Tor erzielt. Dann war der Druck, das hat Dirk ganz richtig gesehen, auch in der zweiten Halbzeit einfach von Darmstadt höher. Und in der Phase haben wir einfach den Zugriff im Mittelfeld immer richtig gefunden, waren immer so kompakt und gut organisiert. Und in der Phase hat dann Darmstadt immer mal wieder die eine oder andere Chance gehabt und infolgedessen war die Einzelführung in der Phase dann auch verdient. Bis zum Schluss haben wir nochmal alles mobilisiert und haben dann nochmal eine Spitze gebracht, nochmal die Außen getauscht. Joe hat vor dem 1-0 eine Großchance, am Ende dann Marco Königs nochmal eine gute Möglichkeit, wo er sich davor sehr, sehr gut durchsetzt. Alles nochmal probiert, ja, jetzt hat es am Ende nicht gereicht. Es war, wie gesagt, ein intensives Spiel und jetzt haben wir nächste Woche nochmal ein Endspiel. Ja. Wir stehen aktuell immer noch auf Platz 4, ja. Es ist immer noch alles möglich und es wird auch ein schwieriges Spiel, aber wir fahren nach Rostock und wollen dort den vierten Platz verteidigen und das ist unser Auftrag nächste Woche.